So, ihr Schnuffels, ich habe noch einen zweiten Videowunsch. Dem dachte ich, komme ich jetzt bei der Gelegenheit auch noch hinterher. Und zwar geht es um meine Lieblingslippenstifte. Ich habe versucht, den Kommentar rauszusuchen, aber habe ihn jetzt gerade irgendwie nicht gefunden. Aber ich denke, du weißt, dass er für dich ist, wenn du ihn siehst. Es ist mir natürlich sehr, sehr schwer gefallen, weil irgendwo sind alle meine Lippenstifte meine Lieblingslippenstifte, weil sonst hätte ich sie mir nicht gekauft, beziehungsweise hätte sie schon sehr schnell ausgemustert. Das Problem ist jetzt nur, ich kann jetzt ja nicht so eine riesen Kiste zeigen, außer es würde wirklich jemanden interessieren. Dann könnte ich echt mal so nach und nach vielleicht mal zeigen, was noch so am Start ist. Aber da viele in die gleiche Farbrichtung gehen, auch jetzt bei denen, die ich vorstelle, ja, wäre das vielleicht fast schon langweilig. Aber nun denn, fangen wir mal an. Zum einen würde ich sagen, erstmal so die Richtung Nude. Oh, da ist noch irgendein Swatch von sonst was. Und zwar habe ich da zum einen einen absoluten Favorite. Oh, jetzt läuft mir noch die Nase mit. Irgendwie habe ich hier so ein bisschen mit Pollen und Gedöns zu kämpfen. Nun denn, auf jeden Fall ist der erste der Dior. Ich weiß gar nicht, ob das ein Standardding ist. Ich denke schon. Das ist die 428 Rouge Dior Rose Pisanelle. Ja, keine Ahnung. Ich kann das nicht aussprechen. Ich versuche es halt einfach mal irgendwie. Und zwar sieht der hier so ein bisschen rosenholzmäßig aus. Ist aber eigentlich wirklich eine sehr schöne Farbe. Es kommt auch immer auf die Lippenpigmentierung drauf an. Aber ich finde die richtig schön. Den habe ich auch schon sehr gerne und sehr oft getragen. Und zwar ist das dieser hier. Also es ist wirklich eine schöne, eigentlich sehr dezente Farbe, aber doch macht so was her. Den mag ich ganz gerne aus der Richtung Nude. Und zum anderen meinen Estée Lauder Pure Color Long Lasting Lipstick in der Farbe 1A0 Vanilletrüffel. Vanilla Truffle. Truffle. Wie auch immer. Das ist der, aber man sieht das sowieso nicht, weil das hier nicht fokussieren kann. Ja, auf jeden Fall ist das dieser hier. Den trage ich auch unheimlich, unheimlich gerne. Werde ich auch immer darauf angesprochen, wenn ich den drauf habe. Ist wirklich eine super geile Nudie-Farbe. Den schmeißen wir direkt mal daneben. Und da ist er. Auch eine sehr, sehr schöne Farbe. Mag ich unheimlich gerne. Dann habe ich noch ein bisschen was Dunkleres. Und zwar von Clinique den Moisture Shine Lipstick, glaube ich, heißt der in 06 Honey Red. Das ist hier so ein kleiner Racker. Wie man sieht, der hat nicht mehr viel zu lachen. Der sieht jetzt erstmal irgendwie extrem dunkel und bärig aus. Was eigentlich wirklich gar nicht so mein Fall ist. Aber der ist recht sheer. Deswegen wirkt er auf den Lippen gerade bei meiner Pigmentierung super schön. Und zwar ist das dieser hier. Sieht jetzt echt super langweilig aus, aber da kann man was mit zaubern. Das waren schon mal die ersten drei. Dann habe ich noch unheimlich gerne von Lancôme. Ist das Lancôme? Ja, von Lancôme die zwei. Einmal diesen French Touch Lipstick und einmal aus der Rouge in Love Serie habe ich auch noch einen. Der French Touch, das ist dieser Sweet Marmalade, glaube ich, heißt der. Das ist die Farbe 318. Irgendwas. Der ist zwar, wenn man den jetzt so anschaut, super grell. Aber auf der Haut recht schier, wie man sieht. Aber ein ganz, ganz toller, frischer Farbton. Und ich habe den mir damals gekauft. Ich wollte eigentlich aus der Chanel Frühlingskollektion diesen Flirt, glaube ich, hieß der. Aber
Ich habe mir dann den angeguckt, der hatte dann schon ein bisschen mehr Deckkraft und ein bisschen mehr Frische, deswegen habe ich den genommen und ich bereue es nicht. Und aus der Rouge in Love Serie habe ich den 340B, glaube ich, heißt der. Geht auch so in die Richtung. Das ist dieser Rose Boudoir, glaube ich, nennt er sich. Und der ist ein bisschen kräftiger pigmentiert, aber so ein schöner Ton. So richtig schön fraulich. Also man sieht so, die Richtung ist gleich, aber ein richtig schöner, weiblicher, knalliger, knackiger Frühlingston, den ich mir zu so einem Make-up auch gut vorstellen könnte. Ist eine ganz, ganz hübsche Farbe. Die beiden mag ich sehr gern. Riechen sogar auch ein bisschen nett. Oder ich glaube, ich rieche noch den Estee Lauder. Die riechen auch ganz stark, so fruchtig, bonbonig. Und zu guter Letzt, weil es sollten ja eigentlich nur ein paar Lieblinge werden. Ich hätte am liebsten alle gezeigt, aber das ist echt zu viel. Habe ich noch zwei Sachen von MAC. Zum einen den Angel mit einem Frostfinish. Das ist so ein ganz normaler. Den habe ich auch gerade drauf. Der kommt aber jetzt farblich nicht so rüber. Und zwar, der ist auch echt schon durchgenudelt. Also das ist alles, was noch übrig ist. Das ist der. Den habe ich mir damals mal geholt, weil der, ich glaube, entweder mit oder für Kim Kardashian gemacht wurde. Und ich stehe ja voll auf die. Und deswegen habe ich den geholt. Das ist so ein zurückhaltender pink-rosa Ton. Ganz schön, ganz dezent. Wie man sieht, den kann man da mal fluffig zu einem Smoky Eye tragen. Das ist halt jetzt ein blaues Smoky Eye, aber kann man halt wirklich sehr, sehr gut tragen. Und dann das absolute Kontrastprogramm mit Satin Finish ist der Viva Glam von MAC, der Nicki Minaj. Oh Gott, der ist wirklich geil. Den benutze ich auch sehr oft und gerne. Das ist dieser kleine Freund. Und der ist natürlich dann, ja, das absolute Kontrastding, sage ich mal. Und bei mir auch sehr neon kommt der raus. Das wären so meine 2, 4, 6, 7 Lieblinge, die ich ganz, 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 ganz gerne habe. Und ja, ich hoffe, dir hat das Video so gefallen und natürlich den anderen auch, dass es so ein kleiner Anhaltspunkt war, was für Lippenstifte ich super gerne mag und trage. Im Moment bin ich nicht so der Rotfreund, habe ich auch sehr viele, was ich absolut jetzt abgeschrieben habe, obwohl das fast ein bisschen kontra zu dem hier klingt, aber es ist wirklich so, sind diese Bärentöne. Das hat jetzt nichts damit zu tun, dass Sommer und Frühling ist und man dann, ich weiß nicht, ich finde, ich sehe damit immer aus wie so ein Grufti. Und das will ich irgendwie nicht mehr. Das ist nicht so schön, aber ansonsten bin ich da eigentlich recht offen. Im Moment stehe ich lustigerweise echt wirklich viel auf Rosa und Nude. Und zwischendurch darf es dann auch mal schön so fruchtig knallen. Das finde ich auch mal ganz, ganz heiß. Aber dieser Sweet Marmalade aus diesem Frühlingslook, glaube ich, war das von Lancôme, der ist echt super, super schön. Also der ist vor allen Dingen extrem alltagstauglich, auch für was schon so ein bisschen neonknallig ist. Also meine Lieben, ich hoffe, euch hat es gefallen und bis ganz bald. Ciao!